Es geht um drei Frauen, Oma, Mutter und Tochter. Also es sind verschiedene Generationen und ihre Biografie wird aber gleichzeitig erzählt. Also es sind drei unterschiedliche Zeiten, aber es findet alles im Jetzt statt. Carol, das ist die erste Frau, ist so eine Art Urmutter. Carol lebt in einer Zeit, wo ihr ziemlich rigide eine Rolle zugewiesen wird als Mutter, als Hausfrau, als Frau, die sie erfüllen soll. Sie bekommt eine Tochter, die heißt Anna. Sie ist die mittlere, also sie ist Mutter und Tochter gleichzeitig. Tochter von Carol, Mutter von Bonnie. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass sie wie so ein verlorenes Kind ist. Nicht die Bindungserfahrung, die andere Menschen haben. Für die Spieler ist es eine wahnsinnige Herausforderung, sich eben nicht nur auf einen Partner zu beziehen, sondern also nicht nur aus dem Partner aus der gleichen Szene, sondern eigentlich mit anderen Partnern aus anderen Szenen zu spielen, permanent. Also, ich hatte noch nicht so einen schweren Text. Dieses Stück hat so einen Sog und auch wir unter uns in dieser Produktion, finde ich, ziehen sehr aneinander auf eine positive Art und Weise. Also wir sind irgendwie sehr verschränkt ineinander und es ist, man kommt auf die Probe und taucht so ein in diese andere Welt. Sie stellt so viele Fragen, auch eben nach, was ist Schicksal, was ist vorherbestimmt, die Entwicklung, in dem Fall des Frauseins. Es gibt den Aspekt der Familie, es gibt den Aspekt des Zuhörens einander, es gibt den Aspekt, was kann man verändern in seinem Leben. Und ich finde auch die Lebensmodelle, die sie so aufmacht, sind auch für junge Menschen interessant. Also ist es sicherer, in einer konventionellen Paarbeziehung zu leben und ein Kind zu haben und einen Mann zu haben und zu heiraten und in einem Haus zu sein? Ist das, was Stabilität gibt? Oder ist es gut, Bruchpilotin zu werden und mit Drogen zu probieren und sich in Räusche rein zu katapultieren und das Leben so an die Wand zu spielen und da drin was über sich rauszufinden? Diese Familientraumata, die so eben unausgesprochen durch den Raum weiter wabern und man weiß gar nicht so genau, was es ist. Was sich dauerhaft durchzieht, ist einfach eine wahnsinnig abwesende Mutter, die mit sich selbst beschäftigt ist und die sich ihr immer wieder entzieht und die immer wieder so abdriftet und sie, die irgendwie sagt, guck mal, was ich alles gemacht habe. Ich hab Einsen in der Schule, ich kann schwimmen, also vom Kleinkind bis zum Ältesten, dass sie da immer wieder nach einer Verbindung sucht und diese nicht bekommt. Hat sich natürlich einen großen Schutzwall aufgebaut, der sie rüstet, der sie stärkt, der sie unabhängig sein lässt. Recht autonom geht sie durchs Leben, ist aber dadurch auch oft allein und hat niemanden, beziehungsweise die Beziehungen, die zu ihr kommen, ja, lässt sie irgendwann gehen, beziehungsweise entzieht sich dieser Schlinge Beziehung, weil sie es nicht aushalten kann. Ob ich Interesse an dem Stück gehabt hätte mit 14, und zwar als Mensch? Ich würde sagen, ja, indem dass es eben auch ganz viel um so seinen Platz finden geht. Welche Szene ich am liebsten habe, das ist schwer zu beantworten, weil ich viele sehr gern mag. Aber die erste, die mir jetzt in den Sinn kam, ist tatsächlich meine erste Szene. Vielleicht auch, weil es die Magie des ersten Auftrittes ist. Und wir diese Drehscheibe haben und die ganze Bühne ist leer und es ist dunkel und gleichzeitig die ganzen Scheinwerfer. Und ich bin sturzbesoffen in dieser Szene und treffe einen Mann wieder, der mir viel bedeutet hat. Und das ist einfach schauspielerisch eine schöne Herausforderung. Ich kann es gar nicht so sagen. Es ist wie so eine große Erzählung, ein großer Bogen von Anfang bis Ende. Und da gibt es viele schöne kleine Sachen. Also ich kann keine Szene herausheben. Ich habe in jeder Szene gibt es so wirklich Inseln, die ich total gerne mag oder das Ganze gerne mag. Also ich habe keine Lieblingsszene. Nee. Also tatsächlich die Szene mit dem Kind, die mag ich sehr gerne. Weil sie ihr so eine Hoffnungsspritze gibt, also im Positiven. Das ist so ein, das ist wie so ein, heute sagen wir Booster dazu. Wie sagt man denn da noch? Das ist wie so eine Kräftigung, also etwas, was sie erfährt, wo jemand nichts von ihr will. Es geht vor allem um ein Miteinander bei der Sache, was total schön ist, weil es so dem Thema Tod, Depression, Einsamkeit, sowas Schönes gegenüberstellt, indem dass man gemeinsam
miteinander ist und gut aufeinander hört und sich den anderen liebevoll zuwendet. Und das ist ja vielleicht das, woran es manchmal so scheitert.